Hallo Nerds und Nerdinnen, willkommen zurück zu Mafia 3 und seht mal, ha, wir haben tatsächlich noch ein paar Missionen übrig. Hier ist eine, hier hinten ist noch eine, seht ihr? Ich dachte, die wären immer nur in dem Bereich, wo bisher immer alles stattgefunden hat. Aber dem ist wohl nicht so. Gut, auf jeden Fall, blinken die, achso, das sind die Drogenmissionen. Gut. Ich hoffe, diese Aufnahme funktioniert alles. Ich habe jetzt einen PC und deswegen kann sein, dass alles nicht so ist wie vorher. Aber soweit sollte alles funktionieren. Wir haben es ausprobiert. Ich mach Radio an. Das war der Kick. Machen wir noch am besten direkt weiter. Wir wollten ja für Cassandra ein neues Gebiet einnehmen, damit wir da... Da vorne sind wir schon. Militärwaffe, okay. Damit wir da auch mal ein bisschen vorankommen. Die waren dann schon um. Volltreffer! Was liegt an, Meister? War dann hier gut rum. Weißt du, die Jungs sind alle schwer bewaffnet, dann müssen wir aufpassen. Und noch eine Granate. Scheiß auf dieser Scheiße. Ich brauch was zu saufen. Ist dunkel geworden. Zumindest bei uns. Ich hab dich, Schwanzlutscher. Wieder erwischt. Wer schwindet hier? Was er verdient. Rennt! Schon habe ich sie jetzt. Ich glaube, jetzt habe ich sie alle wütend gemacht. Jetzt ist alles ruhig. Zack, wieder einen erwischt. War wohl nichts. Sinnlos hier weiter zu suchen. Wir haben da. Das sieht gut für dich aus. Er geht nirgendwo mehr hin. Das hat verdammt gut getan. Oh, die haben alle dicke Waffen hier. Wenn ich unter aufgehe, nehme ich dich mit. Hier ist nur noch einer. Ja, der läuft ja schon mal ganz gut. Dafür, dass wieder ganz früh am Morgen ist. Ich verfütter dich an meine Schweine. Du bist ein Schwein. Wohin, Billy, du? Ah, ein bisschen Geld. Schätze, hat die Kurve gekratzt. Scheiße. Vielleicht da drüben? Wir krallen bei uns. Du Schwein. Kann ich jetzt Feuer verhauen hier? Wahrscheinlich nicht. Hier kann man ja nichts machen. Naja, kann ich nur wieder sanft ablegen. Gut, dann zerstören wir noch ein bisschen. Dann sollte das eigentlich schon reichen bei der Mission hier. Jetzt hänge ich wieder an so einer Kante fest. Zack, der Schaden ist erreicht. Nochmal Geld. Haben wir noch? Noch eine Kiste mit Hebeli-Spielzeug hier. Das war's, ne? Jo, das war's. Hier haben wir alles. Wir können jetzt mit dem Typen reden, aber ich würde sagen, Vollständigkeit halber nehmen wir das letzte auch noch unter Visier hier. Na, wir wollten ja so viel wie möglich machen. Apropos möglich, ich habe bei der Gelegenheit, als ich schon mal hier runtergefahren bin, unterwegs noch ein bisschen wieder was gesammelt. Nicht viel, nur so was so auf dem Weg war, als ich die Mission gesucht habe. Also nichts Dramatisches, ich habe soweit nichts gemacht, nur ein bisschen was gesammelt wieder. Und bin schon mal hier runtergefahren. Und für die ersten 5 Minuten nicht wieder damit verbringen, irgendwo hinzuhüpfen. Diese Autos, die sind hier für hier das Gelände gar nicht genug. Vom Geländewagen. Wo es entspannt ist. So. Ich hab schon noch einen Scheinwerfer. Wie sieht es mit Kids aus? Okay, 6 Stück ist voll.
Nur keine Schutzweste. Naja, ist ja nicht so schlimm. Ich hatte mal eine Schutzweste. Na, dann bin ich irgendwo gegengefahren. Und deswegen ist die Karre ja auch so schlapp. Schon mal die Schutzweste passiert. Hat sich dann erledigt. Aber so ist das manchmal. Nichts im Radio. Ah, Musik. Na gut, dann fahren wir weiter, ganz gemütlich. Hier in dem Wald rumfahren mag ich gar nicht. Oder im Sumpf. Aber man muss kreuz und quer fahren. Hier ist doch grün. Du bist hier lang. Immer dreht die Karre durch. Na, wir haben wohl noch ein ganzes Stück Weg vor uns. Wenn wir im Sumpf rumfahren, das ist wirklich übel. Weil es auf kleine Inseln verteilt ist und... Ich habe so gesehen, für manche Sachen zum Einsammeln wäre ich auch mit einem Boot rumfahren müssen. Ich bin froh, dass ihr euch das nicht ansehen müsst. Aber das werde ich noch hinkriegen. Das mache ich auf jeden Fall alles. So, bin ich weg, ne? Und ich fahre mal auf die Schiene, jetzt hebe ich bestimmt wieder. Oh, da vorne sieht's so schön. Bremsen. Es ist wirklich dunkel, ne? Ist bei euch auch so dunkel, muss ich in der Aufnahme mal gucken, sonst muss ich heller stellen. Ach, die ballern auch wieder rum. War ja auch klar. Trotzdem noch das Angreifen im Dunkeln einfach immer mehr Spaß. Zug ist einer, vielleicht kriege ich den. Zurück. Deine Saune. Oh. Oh, der guckt in die Richtung. Da hinten ist ein Wachposten. Müsste ich irgendwie vorher kriegen. Jetzt sind die Typen wie immer wie ein kleines Kind um Hilfe schreien. Oh, du siehst mich. Du siehst mich? Nein, das sieht mich nicht. Aber ja. Du bist der Arsch, den ich auf jeden Fall erwischen muss. Oh, mit Halstuch. Das braucht er jetzt auch. So, wie viele haben wir noch? Zwei. Oh, ja, Scheiße. Bitte etwas rückziehen. Ich stecke hier. Verdammt, was läuft denn jetzt hier? Oh. Nun steht er nicht nur rum. Gar nicht. Renn weg. Das war's dann wohl. Das war wieder super von mir, ne? Entschuldigung. Raus hier. Das war's dann wohl. Ach, jetzt ist doch gut, da ist was. Ich habe keinen von euch unschuldigen Menschen da was angetan. Zack. War das schon alles? Schon alles. Wow. Gut. Soll ich so eine Redneck-Karre klauen? Nee. Da fahre ich doch lieber wieder mit meinen. Weil wir jetzt. Oh, aber den Verteilerkasten holen wir noch. Der ist auf dem Weg. War bestimmt hier links. Zurück nach Barclay Mills und dann schließen wir das Schusswaffengeschäft ab. Würde ich sagen, machen wir es so? Machen wir so. Oh, ist hier unser Auto gar nicht. Wo ist das? Hallo, da. Da muss ich wieder hell werden. So,
Jetzt sind wir wieder auf Kurs. Radio überprüfen. Nur Musik. Schade. Aber wir haben auch noch nichts Großes veranstaltet. Das kommt meistens erst nach großen Schauplätzen, die wir geöffnet haben. Dann kommt manchmal passender Radio dazu. Aber ja, was soll man machen? Ne? Dass ich den ganzen Tag rumfahren. Oh, wow, wow, wow. Genau so war es mit meiner Weste auch. Und plötzlich war sie weg. Deswegen mag ich den Sumpf nicht. Navi führt dich auch irgendwo hin, das ist unglaublich. So, wir reden gleich mit Conny. Aber dazu müssen wir erstmal hier. Ich bin froh, dass ich das Savegame übernehmen konnte. Ich hatte es fast vergessen, nur vom alten PC rüberzunehmen. Haha, hätte ich alles nachspielen dürfen. Das wäre ein Graus geworden. Christopher, Gott verdammt nochmal. Diese Hurensöhne da rennen rum und versuchen uns zu erzählen, was die Gründerväter sich gedacht haben. Der einzige Gründervater, den ich gelten lasse, ist Gott selber. Schiebt euch die ganzen... Mal wow, wieder mittendrin. Als es interessant wurde, weiter aufzureden. Schiebt euch die... Brauch ein neues Auto. Nehmen wir denn, was nehmen wir denn? Ich bin im Bayou und brauch was zum Fahren. Bin im Moment total zugedröhnt. Ruf mich später an. Vielleicht geht dann was. Wow, was? Das ist das erste Mal, das kommt nicht möglich. Wahrscheinlich kommt der nicht hier hin. Okay. Aha. Ja, dann leih ich mir ein Auto. Irgendwie kommen wir schon zu unserem Ziel. Hier haben wir noch kleine Nuckelpille. Zack. Können wir mal ganz gemütlich fahren. Mach mal Radio aus. So. Ah. Vorne ist man noch was. Ist es gut? Ich sehe überhaupt nichts. Komm schon, die Karre, gib Gas. Die kleine Nuckelpille, das wird dauern, bis wir damit da sind. Aber vielleicht überrascht du uns ja jetzt hier so. Boah, 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 zieh, zieh, komm. Schau mal. Mit dem Ding fahre ich jetzt 120 Meilen. Oder auch nicht, ich glaube, wir sind am Ende. Geilste Auto, was wir je gefahren haben, ja? Oh, da wäre noch ein Medkit gewesen, aber ich habe nur noch fünf. Fünf Medkits sollten erstmal reichen. Ach, wir kommen an unser Ziel, ne? Wir kommen nicht schnell an unser Ziel, aber wir kommen. Bevor wir gleich in der Stadt sind, dann sehe ich wieder was. Ich sehe hier eine Straßenbeleuchtung an. Aber hinten geht doch schon die Sonne auf. Aber ich weiß auch nicht, manchmal ist das Spiel heller, dann wird es wieder dunkel. Ich weiß ja, wer das auch sieht, aber... Naja. Egal, hier in der Stadt dürfte ich jetzt auf jeden Fall mehr sehen. Kann die Karre driften? Boah ja, wie ein Weltmeister, wie ein Weltmeister. Was ist denn eine Driftkarre ist das? Ich bin total begeistert, wie kleines Stoff gibt. Ja, kaum zu glauben. Tapfer mit 80 Meilen in der Stunde. Oh, ich hätte mir irgendwo abbiegen müssen. Mist. Wow, 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 wow. Die Karre macht sogar Burnouts. Für Drehmoment hat die. Ein LKW. Den Zug habe ich bisher außer stehend immer noch nie gesehen. Ja, der mal auf die Züge würden jetzt mal so langsam rumfahren, nachdem wir da die Zuggewerkschaft, ah, waren wir schon bei der Gewerkschaft? Ich glaube schon, ne? Ich will jetzt gar nicht mehr so sehen.
Egal, wir sind auf jeden Fall gleich da und Schusswaffen mag Castell war ja eh gerne, also passt das Gebiet auch zu ihr. Okay, gleich auf ist die Karre wirklich nicht gerade die schnellste. Na komm schon. Fahr! Fahr da! Okay, unsere Quältour hat ein Ende. Wir hätten schon 5 Minuten früher da sein können, wenn ich ein anderes Auto bekommen hätte. Boah! Ah ja, aber Glück gehabt, was hätte ich nur davon? Auto ist auch furchtbar laut. Holen wir deinen Bruder ab und sorgen wir dafür, dass er sich im Shakers gut amüsiert. Ich möchte mich auch gut amüsieren. Hast du was für mich zum Amüsieren? Ja, wir möchten. Verdammt, du schindest Eindruck, Kleiner. War nicht bös gemeint. Hör mal, Santini mag's gar nicht, wenn Leute meinen, sie bräuchten für Schutz nichts zu zahlen. Und anscheinend traut ihm keiner mehr zu, dass er die Waffendeals durchzieht wie sonst. Das hat ihn bestimmt ziemlich sauer gemacht. Lässt ihn, Enzo und Marcano ganz schön schwach aussehen. Geh mal rüber zum Güterbahnhof. Santini ist gerade dort und überlegt, was er machen soll. Mach's gut, Conny. Immer schön sauber bleiben. Also das ist ja wohl mich das noch erzählen. Ja, auf zu Santini. Schusswaffe. Ein neuer Bereich für Cassandra. Oh nein, ich will nicht mit dem Bar. Ich frage nochmal nach, ob er jetzt kommt. Kannst du mir eine neue Karre besorgen? Ich bin in Barclay. Ich gehe noch eben pissen. Dann bringe ich ihn raus zu dir. Das ist aber gerade was noch zugedröhnt. Die Menschen verwechseln legal mit gerecht. Als ob wir nicht eine Menge Gesetze hätten, die gut gemeint, aber schlecht gemacht sind. Die haben sehr viele Menschen angeachtet. Dann sagen wir was. Das ist eine große Hilfe. Danke. Das ist ein vernünftiges Auto. Die eben rausfahren, bevor du da weiterfährst. Danke. Und mal Radio aus. Immer dran denken, Radio aus. Ne? Das ist natürlich sehr schade. Aber wir können ja auch nichts gegen machen. Boah. Wir vergessen echt, wie die Karren abgehen. Ein Tag nicht aufgenommen. Kein Mafia gezockt, der war echt scheu gewesen. Aber man kann ja nicht alles machen. Muss immer alles wieder neu einstellen, einrichten. Boah, ich kenn das nicht. Höllenlärm auf dem Schrottplatz neulich ab. Tja, guck mal, hier waren wir schon. Ärgernis, das ist es. Wo ist denn der Santini? Ist diesmal mehr los oder meine ich das nur? Wir sollten das überprüfen. Oh nein, ist ein bisschen mehr los. Aber hier sieht mich jetzt keiner. Ich hab da drüben was gehört. Scheiße, der Wachposten. Scheiße. Muss ich mich tatsächlich durchballern. Na gut. Die große Ballerei wird. Pass auf! Ich bin. Aber wie viel hält der aus? Ich hab ihn! Scheiße. Die Granate wurde ist aber nicht gerade so toll geflogen, ne? Ja, schade. Hauptsache, ich komme rein, ne? Lass mich nicht so sterben. Ich hab ihn! Ich hab ihn voll im Gesicht. Ich hab deinem Mann gerade die letzte Gnade erwiesen. Ich brauch eine zielgenauere Maschinenpistole. Ein wenig wenigstens. Aber man kann nicht alles haben. Hab einen entdeckt, Jungs! Ich bin ja sowieso alleine. Wen wollt ihr denn noch entdecken?
schleich dich hinter ihn! Das ganze Team! Natürlich erledige ich, Alter. Das ist doch bekannt. Ihr müsst doch wissen, wer ich bin. Ich weiß doch, dass du nicht hierher gehörst. Okay, den haben wir schon mal. Bestimmt hier vorne hoch. Ich meine, die können, vorne, können wir ja hoch, das wissen wir ja. Wir schaffen uns schon Zampini zu krallen, ohne noch mehr so durchzuballern. Aber den haben wir schon mal. Überprüft die. Wer ist hier? Kein Fluchtweg! Verstecke! Na komm, das ist das, was ich manchmal meine. Manchmal hakt einfach alles. Das ist doch jetzt ein Witz. Ehrlich, es ist ein Witz. Manchmal ist das ehrlich ein Witz. Scheiße! Manchmal braucht man ehrlich. Eigentlich würde ich am liebsten. Hätte Platz für dich und die Waffen, die du reinbringst. Was meinst du? Läuft nicht so, wie ich es erwartet hätte. Willkommen an Bord. Ja, genau. Willkommen im Club. Zack, einen in die Schnauze. Mann. Ah, übel manchmal. Manchmal ist das echt übel. Ja, für Cassandra. Es gibt eine deutsche M11B. Dieses hochmoderne Militärmodell. Beim Büchsenmacher. Okay, vielleicht sollte ich mir gleich mal gucken, was die kostet. Ich brauche ein paar deiner Jungs in Barclay Mills. Was immer du brauchst. Hilfe ist unterwegs. Das ist schön. Die ist nicht ganz so aufmüpfig. Burke. Burke mag ich nicht. Und? Da kommen meine schweren Jungs. Wo sind eigentlich die Mädels? Mädels können auch hart sein. Naja, so war es, ne? Ist ja eh ein Rassismus-Spiel, von daher. Aber mich wundert es, kein Gelaber von unserem Märchenonkel. Wir haben die ganze Zeit so die Geschichten nach jedem Mord von uns erzählt. Man muss mich jetzt wieder eindecken. Na, unser Auto steht hier. Ich guck mal, ob der. Ich bräuchte eine Lieferung in Barclay Mills. Komme schon, nur einen Augenblick. Na, der wird wohl nicht nach hierhin gefahren kommen. Dann muss ich zu ihm fahren. Ich hätte mir noch die Weste raussuchen sollen. Ich weiß aber nicht, wo die ist, genau. Oder? Und steht natürlich mitten auf der Straße. Der eben ist immer unsere Waffengeschäfte hier. Auf der Straße, Sag Kops, mal, links, Kops, rechts, überall Kops. Genau. Wenigstens auf 4, den Rest versuche ich zu finden. So, was brauchen wir noch? Eine neue Waffe wollten wir uns mal raussuchen, ne? Eine automatische. M11, irgendwas war das. Oh, guck mal, eine M1N8 mit Dämpfer. Da, die ist gratis. Ein bisschen Munition dazu. Zielgenauigkeit. Kostet 5000. War auch noch mit. Haben wir schon 164.000. Was können wir noch gebrauchen? Eine Lincoln-Verbesserung. Noch mehr Adrenalin. Da haben wir schon verbessert. 3 von 3. Geht nicht mehr weiter. Ausdauer können wir noch nicht. Aber wir haben noch nicht so viel Geld. 320.000. Also irgendwo muss noch Geld kommen. So viel verdienen wir. Ich glaube, das war's erstmal. Ruf mich an, wenn du mich brauchst. Ich glaube, beim nächsten Mal sollte ich aufkämpfen. Vielleicht auch mal ein paar Schmuggelsachen machen. Ich kann wieder Kickback abholen. Ich weiß nicht, ob er sich weiter anhäuft. Oder ob man, wenn man ihn nicht abholt,
nicht wieder, also nicht weiter steigt, das weiß ich nicht. Ich ruf die gleich einfach mal und lass sie den Feedback abholen. So, dann sind wir wieder schneller unterwegs. Ah, ich bin ja schon wieder da, ist alles hier in der Nähe. Na komm schon, lauf. Nur eine Unterhaltung, die ich führen muss. Ist ja noch nicht die Aufgabe selbst. Ist hier so ein Rolltor? Nein. Hier ist ein Medikit. Adrenalinspritze. Die, die es immer genau nehmen wollen. Du bist nicht das, was ich erwartet habe. Wow, was hast du denn erwartet? Wer kommt? Das war ein Fehler. Ich will keinen Ärger. Sie arbeiten auf der Müllkippe und haben Informationen für mich? Sie sind doch Maria, richtig? Mhm, Maria Bava. Ich arbeite erst seit ein paar Monaten auf der Müllkippe. Debitorenbuchhaltung. Glamourös, ich weiß. Die Firma leitet Paul Simmons. Den nennt aber jeder Papi. Sorgen Sie dafür, dass er aufhört. Dass er womit aufhört? Müll in der Bucht zu verklappen, Fahrer anderer Müllfirmen zu erpressen. Aber das ist... Die machen aber noch weitaus Schlimmeres, oder? Mister, die bringen Leute um. Poppy, Mr. Simmons, redet am Telefon immer ziemlich laut. Er hat sich mit einem von der Putzkolonne gestritten. Sagte dauernd, sie seien dafür bezahlt worden, jemanden loszuwerden. Wissen Sie, wann die Putzkolonne kommt? Nein, aber vielleicht weiß es einer von den anderen, die für die Müllkippe arbeiten. Ich finde mal was über diese Putzkolonne raus und über den Rest der Müllkippengeschäfte. Sie haben richtig gehandelt. Alles wird gut. Von Mr. Simmons Leuten könnten mehr über die illegale Müllentsorgung wissen. Und die Leichen. Wow. Das muss ich jetzt erstmal verdauen. Nein, mein Witz, natürlich nicht. Ah klar, das ist ja der Müllkippengesellschaft noch was anderes schon. Als nur Müll. Ja, wenn die ganzen Leichen entsorgt. 50.000 verbleibender Schaden. Okay, erstmal machen wir... ordentlich Dampf da oben, weil bisher sehe ich auch noch nichts anderes. Gut, machen wir da oben erstmal Feuer. Na komm schon. So, ich fahre hier richtig. Manchmal ist, wie gesagt, manchmal macht das Navi furchtbar schlechte Wege. Furchtbar. Bisschen Gegenverkehr rum, Schisshase. Oh, kam keiner auf meine Spur. Hallo? Da ist nichts. Oh, ich bin schon da. Da wäre ich fast hinten drauf gefahren. Okay. Vorne geht's schon los. Der einzige Eingang ist wohl hier. Darf ich mal? Oh, den ersten Schaden haben wir schon verursacht. So leicht geht das. Da oben ist noch ein Wachposten, den muss ich versuchen zu kriegen. Ich hab keinen Bock, dass einer von denen Alarm schlägt. Ah, tote Sau. Geld. Die haben auch einfach Geld, die einfach so rumliegen. Und ist noch ein Wachposten. Haben die eigentlich nur Wachposten? Kann doch nicht sein. Dich. Wow. Oh nein, einer geht nach da oben. Und wieder rauf. Und dann wieder runter. Himmel, Herrgott! Wir bezahlen dich pro Stunde!
Was soll das heißen, ihr bezahlt ihn pro Stunde? Was hat der denn gemacht? Und ist noch ein Wachposten da unten. Das ist eine normale Wache. Auch die müssen wir erledigen. Ja, mach ich auch gerade. Ups. Hoppala. Oh, ist tot. War ich nicht. Oh, da ist eine dicke, fette Revolver drin. Wie geht's dir? Aus dem Weg. Polararschig, komm schon. Wie nimmst du drin sitzt, in der Lunge, in der Leber, überall. Hat sich sein Leben lang den Arsch aufgerissen. Steine geschleppt. 10-12 Stunden am Tag. Und wofür? Wir haben einen Gast. Der Kerl hat hier nichts verloren. Als Mr. Marcano. Nehmt ihn ins Kreuz. Hat mich ein so stirbst du. Oh Mann. Hilfe! Weg, Polizei! Schnell! Nichts Polizei. Den Scheiß haben wir ihm zu verdanken. Los! Ah, das Schnauze da oben. Du bist geliefert. Da oben. Oh, der ist noch ganz cool. Ich bin noch nicht bereit. Irgendjemand sollte den Kopf rufen. Warum denn? Die behandeln euch doch schlecht. Lass ihn in Ruhe, ich mach das. Der ist auch ganz cool. Er ist weg, verdammt nochmal! Sind denn da noch welche? So, oh, noch Scheiße! Weg von der Straße! Los, runter von der Straße! Boah, du riechst mich auf. Ich würde ja verstehen, wenn ich euch alle niederstrecken würde. Ich hab's nur auf die bösen Jungs abgesehen. Du brauchst ihn die ganze Zeit so rumkreischen hier. Brauch doch nur das Geld. Ach, voll ist noch ein Bild. Ein Bild. Noch mehr Geld. Noch mehr Geld. Muss aber noch mehr Geld sein. Irgendwo hier. Ich sammle mich hier aus und muss einfach Geld. Natürlich, ich rausgeben. Was anderes. Ich muss gleich mal hingehen, was das ist. Guck ich jetzt nach unten. Ist ja die einzige Treppe. Na, es hätte besser laufen können, ne? Mit dem Eindringen hier. Aber für meine momentanen Verhältnisse lief das eigentlich relativ gut. Ich habe zwar ein bisschen was abgekriegt, aber nichts Dramatisches. Was ist denn hier? Lebt der noch? Nein. Warum wird der mir angezeigt? Egal. Hier soll noch Geld sein. Sehr gut. So, wie komme ich jetzt hier rein? Schutzweste. Eine Schutzweste auf dem Radar. Mach auf. Mach auf. Boah. Jetzt bin ich wieder voll beisammen. 6 Medkits und eine Weste. Seid ihr wieder ein Schuss von der Schrotflinte aus. Wie komisch ist aber so. Wow. Die Tür ist zu. Jetzt hab ich dich ganz für mich allein. Wo komm ich denn da rein? Wow, ich kann ihn nicht mal von da. Was ist denn jetzt? Muss wohl von da oben rum rein. Okay. Das war er wahrscheinlich gerade, der von die ganze Zeit rumgeschrien hat. Schätze, er hat die Kurve gekratzt. Ja, hab ich. Ich hab die Kurve. Ich bin nach Hause gefahren, hab keine Lust mehr gehabt. Der Rachefeldzug war mir doch zu langweilig. Natürlich nicht. Musst du den mega Umweg hinnehmen. Gute Nacht, mein kleiner Prinz. Was haben wir denn hier?
Alles klar, wir machen Sprengstoff dran. Hilfe! Hilfe! Sprengung! Nein. Das sieht ja erst was, wenn wir den Kreis verlassen. Dann können wir ganz gemütlich hier lang joggen. Ein bisschen Frühsport. Ist auch noch früher Morgen. Sehr früh. Oh. Ich habe leider nur morgens Zeit. Also nehme ich sehr früh am Morgen auf. Kaboom. Immer wieder lustig. Ich liebe Explosionen. Keine Zählonkel. Oh, mit 10.000 Schaden verursacht. Haben wir irgendwo hier geparkt? Ach, guck mal, hier werden. Da hinten. Moin, Gott, moin. So, hier kriegen wir Informations. Ach ja, ich wollte ja noch die. Ich muss ein bisschen Cash loswerden in Barclay. Klar, doch, Chef. Bin schon unterwegs. Da kommt's. Jo. Lady, kauf mir in mal. In Ordnung. Was gut was regeln wir heute? Unser Geschäft ist hiermit abgeschlossen. Ein Kickback haben wir auch wieder eingesammelt. Man kann sich wieder neuer aufbauen. Ich weiß nicht. Hat sich, wie gesagt, neuer generiert. Und das stapelt. Ich gehe eigentlich davon aus. Ich gehe davon aus, aber ein bisschen tue ich es halt nicht. Was nehmen wir uns denn als Ziel? Den hier hinten? Frage die Erpresser. Was? Die Erpresser, ich brauche neue Aufgaben. Ah, immer diese Permafolgers hier. Jawohl. Ich wollte doch in die andere Richtung. Ich schaff das. Vor dem LKW. Vor dem LKW rausgezogen. Boah. Sieht an, die Cops, die schneiden auch einfach irgendwelche Leute. Ach ja. Wunderbar. Halt mich von meiner Straße fern. Boah. Alter, bist du eine Schulde? Boah, Alter, das ist mir voll reingedonnert. Wahrscheinlich auch wieder meine Schuld, ne? Schlimm. Rede nicht mit Affen. Es ist doch nicht geschwollen, oder? Ich kann nicht mit einem blauen Auge zu Carol nach Hause kommen. Du bist ausgerastet. Hör zu. Unsere Aufgabe ist nur, da rauszugehen und den Schwanzlutschern ein bisschen Angst zu machen. Sie daran zu erinnern, dass sie in dieser Stadt erst dann Müll einsammeln dürfen, wenn sie Papi bezahlt haben. Aber jetzt kommt der Erschieß diesen dämlichen Bastard! Dieser. Du wirst mir jetzt alles verraten, was Papi auf der Mücke betreibt. Nach dem, was du getan hast, jag dich diese Putzkolonne jetzt! Du hast keine Chance, sie abzuschütteln! Sicher? Wolltest du mitmachen? Komm, dein Arsch gehört jetzt mir. Hast du nicht gehört? Sein Arsch gehört jetzt mir, also misch dich da nicht ein. Ehrlich. Warum die einen nicht zuhören, ne? Verstehe ich nicht. Okay, da haben wir was Großes. Da haben wir was Großes. Und hier haben wir was Kleines. Ganz in der Nähe. Gleich da vorne. Ah, machen wir. Ah, komm erstmal nach da vorne. Ein bisschen hinschwanken. Hinschwanken. Na. Noch nicht. Erst dorthin. Kennst du einen guten Witz? Ich kenn guten Witz, ja. Weißt du, wo wir den Augapfel gefunden haben? Ah, das war ich. Komm schon, Ratte. Bitte, ich hab gerade gegessen. Lass es sein. Ich werde schon mal eine Knarre auswählen. Leck mich am Arsch! Das war ein grober Fehler, du Arschloch! Für diesen Arsch habe ich das passende Zäpfchen!
Was, für diesen Arsch hast du das passende Zäpfchen? Ah, ihr habt immer Sprichworte drauf, ne? Ich gehe in Deckung. Das ist eine Granate! Eine echte! Granate! Deckung! Der gehört euch, Junge! Spät um Abzaun, Junge! Ich will gar nicht immer vorne. Wir haben ein Anzünden und Werfen, Junge! Vermine! Darauf habe ich jetzt gewartet. Da mache ich das ganze Team platt. Das ist meine Aufgabe. Ich bin der Einzelgänger Rachekiller. Totes Arschloch auf! Nein. Obwohl doch, wenn du dich als totes Arschloch bezeichnest, dann stimmt das. Zack. Totes Arschloch. Sehr schön. Ja gut, ich habe meine Schutzweste fast komplett eingebüßt, aber sonst lief's doch. Wollte ich das? Das wollte ich gar nicht. Noch mehr Geld, noch mehr Geld. Langsam mache ich ein bisschen Geld. Gut, okay, haben wir auch souverän gelöst. Da kriegen wir noch mal Informationen. Wir finden noch ein paar größere Dinger. Wir erstmal zum Auto zurückjoggen. Aber so ist das halt, ne? Eins, was mir vielleicht noch ein bisschen fehlt, dass man sich andere Klamotten anziehen kann. Ich weiß nicht, ob das noch kommt, aber ich glaube nicht. Ich habe auch irgendwie außer dieses abgewrackte, halb abgebrannte Bude kein eigenes Zuhause. Man ist ja nur auf Rachefeldzug. Da braucht man kein Zuhause. Wohnt in seinem Auto. Schlaf auch niemals. Niemals schleift Lincoln Clay. Jo. Okay. Ich wurde wieder verarscht. Hier ist doch nichts. Oder seht ihr was? Ja, hier ist nichts, ne? Das hatte ich heute Morgen, als ich geguckt habe, wegen der Mission auch. Da wollte ich eine Schmurgertour machen, dann bin ich hingefahren, da war gar nichts. Oder geht das um den Müllwagen? Nee, bringt ja nichts. Hier ist ja niemanden, den ich die Informationen. Der Müllwagen wird mir ja wohl nichts erzählen. Okay. Verbogen wir mal unter Aussetzer. Weil diese Aussetzer in letzter Zeit relativ häufig vorkommen. Patch kam in letzter Zeit auch nicht. Hätte ich vielleicht daran nehmen könnte, aber. Naja. Egal. Wirklich, dass wenn es auf YouTube kommt, bis da ein Patch rauskommt. Aber momentan halt, zu den Zeiten, wo ich gespielt habe, nicht. Aber oh, den Kopf interessiert das absolut nicht, ja, lieber Rotfahrt. Wenn ich rechtzeitig gesehen habe, ich wäre fast durch den Tunnel gefahren. Das wäre wieder falsch gewesen. Soll ich da jetzt mitten reinfahren oder was wollte der von mir? Na gut. Ich sag, vertraut nicht immer eurem Navi. Noch wach? Hey, noch wach? Hey, noch wach? Gerade erst aufgestanden. Natürlich bin ich noch wach. Steht aber auch alle auf einem Haufen, ne? Meine Füße, Mann. Muss mich bald mal setzen. Und zu den Typen ja nur da töten. Du Deutsch! Granate! Ein Ding, Kleiner! Jungs. Da ist er! Hab dich, du Arschloch! Den Hurensohn! Ich verfütter dich an meine Schweine! Ich verschanz mich!
Da ist einer. Grill den Hurensohn! Wärme ihn etwas auf! Nein, nein, nein. Ich sehe den. Gib mir Feuerschutz, solange ich nachlade. So viel Blut. Seht euch alles Blut an. Ach ja, das ist immer wieder lustig. Na gut, ein Medkit verbraucht. Aber es macht ja nichts. Hätte auch schlimmer sein können. Was noch was zum Sammeln, noch was zum Sammeln, 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 Sammeln. Da muss noch mehr sein. Oh, Granaten. Jawohl. Noch eine Granate. Die gehen mir nämlich langsam aus. Noch zweimal Geld. Noch einmal Geld. Ey, wie gesagt, ich ging ja nur darum, den einen Typen zu töten. Der war schnell als erstes so. Na, Granate vor die Füße. Ja, warum denn nicht? Ich hab die Dinger doch. Muss ich doch mal benutzen. Also, gucken wir mal da vorne nochmal hin. Ein bisschen was haben wir ja noch hier zu tun. Oh, schon wieder ein Licht kaputt. Ah, ja, ich. Nicht immer so weit. Ja, was haben wir denn hier vorne? Ach, das ist die Müllkippe, wo wir vorhin waren. Ah, nee, 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 nee. Da müssen wir bestimmt gleich wieder hin, wenn wir den Boss rausgelockt haben. Kann ich mir gut vorstellen. Wow. Was soll ich denn hier oben auf der Brücke? Oh. Jetzt mal ganz ehrlich, Navi, was soll ich denn hier oben? Überleg doch mal, was soll ich hier oben? Denn ich will jetzt mal hier ins Schiff, ne? Halt selbst. Selbst ist die Frau. Drei Leute.